heute werden wir eine Trekking-Tour machen. Und jetzt haben wir bereits gefrühstückt und eingepackt. Und jetzt werden wir bald abgeholt. Jetzt haben wir noch ein paar Minuten Zeit. Wir werden hier noch ein bisschen uns mental vorbereiten. Und dann geht's los. I'm looking for a place I can call my home, wow. Looking for a place where I'll belong, belong, wow. Maybe I fall or maybe I drown again, in love again, wow. Maybe I fall or maybe I drown again, in pain again, wow. Jetzt eine halbe Stunde gefahren, sowas. Jetzt sind wir draußen am Land und jetzt sind wir in so einer Gruppe mit zwei anderen unterwegs zum Inle Lake mit einem Zwischenstopp dazwischen. Es ist jetzt allerdings Trockensaison, das heißt, wir gehen die ganze Zeit durch ausgetrocknete Reisfelder. Andererseits dürfen jetzt in der Trockensaison auch die Büffel herumlaufen und das schaut dann schon recht malerisch aus, wenn man da so in die Landschaft schaut und die Büffelherden dazwischen nach irgendwelchem Gras suchen, das ist schon lieb. Mittagspause. Wir sind bis jetzt drei Stunden gegangen. Jetzt gehen wir da noch 3 Stunden. Das ist eigentlich gar nicht so anstrengend. Ich hätte mir irgendwie anstrengender vorgestellt, weil es ja so heiß ist. Aber es geht voll. Wir sind ja mit einem französischen Bärchen unterwegs und wir haben diesmal auch einen Guide. In Nepal haben wir ja keinen Guide gehabt. Aber ich glaube schon, dass es hier notwendig ist, anzuhaben, weil hier ist überhaupt nichts irgendwie beschriftet, dass man wüsste, wo man gehen soll. Und ja, ich glaube, sonst wäre das zu kompliziert. Und wir haben auch gar niemanden gefunden, irgendwie auch online. Also haben von niemandem gehört, dass wir nicht mit Guide gegangen wären. Also ja, und so ist ja auch lustig, man kommt mit neuen Leuten zusammen und man erfährt voll viel, was man sonst natürlich nicht, wenn man allein unterwegs ist. Jetzt sitzen wir gerade noch, wir haben gerade gegessen, sind wir gerade in so einem kleinen Ort. So mittags machen. Echt hübsch. Lay me down in dark. Voll gut, jetzt haben wir es gleich geschafft. Wir sehen vor uns schon das Dorf. Wird echt Zeit. Jetzt ist gleich 17 Uhr. In einer Stunde wird es dunkel. Es war ideale Zeit, um anzukommen. War anstrengend, aber gut. Hat Spaß gemacht. Wir haben uns gerade mit den anderen noch die Stadt angeschaut, oder die Stadt, den Ort hier. So süß. Und wir haben gerade Blumen geschenkt bekommen von den Kindern. Die sind so niedlich. Jetzt werden wir noch was essen. Guten Morgen. Ich bin gerade voll froh, dass die Nacht vorbei ist. Es war nicht unbedingt sehr, sehr angenehm, aber ich finde es halt voll unhöflich, weil da waren irgendwelche anderen Reisenden irgendwo ein paar Häuser weiter und die waren einfach so laut, die haben halt voll getrunken und Party gemacht. Nichts gegen sowas, aber ja, ich meine, wenn es so laut ist, dass das ganze Dorf das hört, ich finde es halt unhöflich, den Leuten, die hier wohnen, gegenüber, weil die stehen vor Sonnenaufgang auf und wenn der manche bis 3 Party machen, das ist, ja, gehört sie nicht, finde. Zumindest kann man leise sein. Kann man jetzt nichts mehr machen. Auf jeden Fall, ich zeige euch mal das Zimmer hier.
Hier haben wir geschlafen, hier haben die zwei geschlafen und hier haben Friedrich und ich geschlafen. Auf so dünnen Matratzen oder dünnen Lagen. Ist eigentlich gemütlicher und wärmer, als es ausschaut. Ein bisschen blöd war nur, dass der Kuhstall direkt unter uns ist. Und immer wenn die Kuh ihr Geschäft, eine Kuh ihr Geschäft verrichtet hat, ist es voll gestunken. Ah ja, die sind nachts drinnen und tagsüber draußen. Aber ansonsten finde ich das hier voll cool. Ich mag das voll. Das ganz einfache Leben, das kann man sich eigentlich sonst überhaupt so nicht vorstellen. In Nepal haben wir das, wir waren halt nicht so hoch auf Nepal, in Nepal, aber wir haben das halt nicht, da war es nicht so einfach, das Leben. Da war Elektrizität und fließendes Wasser und hier halt gar nicht. Das Leben ist ja super einfach und das ist einfach total spannend. Da ist ein Fernseher dabei. Von außen, hier haben wir gegessen, das war der Kuhstall und hier haben wir geschlafen. Und gleich daneben zeigen wir euch unsere coole Dusche, unsere Freiluftdusche. Und zwar ein Eimer Wasser. Und hinter der Küche ist das Klo. Ein Stehklo. Kann sich ja jeder vorstellen, wie das aussieht. Muss man nicht zeigen. Aber echt schön, so friedlich aufzuwachen. Jetzt wird noch gefrühstückt und danach geht heute ungefähr 5-stündige Wanderung weiter. Überraschenderweise, obwohl wir eigentlich so schlecht geschlafen haben, bin ich eigentlich voll motiviert und freue mich voll auf den Tag. Oder? Schaut es für dich anders aus? Na, du hast schlecht geschlafen. Ich habe die ganze Nacht durchgeschlafen. Ja, das ist voll beneidenswert. Auf jeden Fall, egal, ich freue mich trotzdem voll auf heute. Sehr cool. Jetzt ist noch angenehm kühl, später wird es wieder heißer, aber jetzt ist voll angenehm noch. Also beim Essen wird hier nie gespart. Jetzt warten wir noch auf die anderen zwei, die sind noch im Bett und dann wird gefrühstückt. Stunden Wanderung werden jetzt geschafft. Jetzt sind wir gleich am Ziel, werden noch gemütlich Mittag essen und dann geht es schon aufs Boot zu unserer Endstation. So, unser Boot ist schon da. Das heißt, jetzt steigen wir ein und fahren den Rest bis zu unserem Hotel dann jetzt mit dem Boot. Wird sicher lustig. Hotel am Inlessee und hatten jetzt gleich am Anfang ein bisschen Stress, weil wir wollten am Samstag nach Bagan weiterfahren, also in 3 Tagen, und haben da auch schon ein Hotel gebucht. Was uns aber irgendwie jetzt ein bisschen einen Strich durch die Rechnung macht, ist, dass am Wochenende, das wussten wir zwar, aber da ist halt Neujahrsfest, Wasserfest nennen die das auch, und da fahren keine Busse. Das wussten wir nicht, woher auch, dass da keine Busse fahren. Und ja, wir haben aber alle schon gebucht und wir haben auch nur einen begrenzten Zeitraum. Wir wollen jetzt nicht irgendwie 5 Tage länger in 4 Tage länger hier bleiben. Und ja, jetzt haben wir halt gesagt, das Einzige, was möglich war, war ein 40-Minuten-Flug jetzt zu buchen. Ja, voll blöd, 40 Minuten, aber ist halt der einzige Weg. Der Schaden hält sich ja Gott sei Dank in Grenzen. Wir haben jetzt 54 Euro für den Flug bezahlt und sonst hätte der Bus 12 Euro gekostet. Das ist nicht so arg, aber naja, kann man eh nichts machen, so ist es halt. Und ja, jetzt sind wir eigentlich ganz schön erledigt, aber
die Reise war einfach, der Ausflug war einfach so gut. Also ich würde es jedem weiterempfehlen. Und wir hatten halt auch richtig Glück mit unseren Mitreisenden, weil man einfach einen kennenlernt, mit dem man voll auf einer Wellenlänge ist. Wir haben gestern am Abend einfach ewig geredet und das ist einfach voll, voll schön gewesen und hat den Ausflug noch besser gemacht. Also da kann man schon auf jeden Fall auch Glück haben. Und es war aber auch so wirklich eine coole Erfahrung und es hat richtig Spaß gemacht. Es war schon ein bisschen Herausforderung wegen der Hitze vor allem heute. Aber hat alles geklappt und sind wir stolz, wenn man es geschafft hat. Wir sind angekommen und das passt dann ja auch. Dann habe ich gleich ein paar E-Mails gecheckt, habe 2 Stunden gearbeitet, das Wichtigste. Jetzt haben wir unser Transportproblem gelöst und ja, jetzt haben wir 18 Uhr. Und jetzt haben wir es auch verdient, dass wir Abendessen gehen. Und heute gibt es wieder einmal Indisch. Ja, damit endet auch wieder unser Video und ich hoffe, es hat euch gefallen, und weil der Track wirklich echt zu empfehlen war und wir echt super zufrieden sind mit der Agentur, mit der wir das gemacht haben, setzen wir auch den Link zu dieser Agentur unten rein in die Beschreibung vom Video. Hoffen, dass wir euch damit helfen, wenn ihr auch so einen Track machen wollt. Tschüss! Looking for a place where I'll feel safe again, whoa.